Michelle war für euch im Vinti's in Nürnberg, einem Secondhand-Laden im Herzen von Gossenhof. Sie hat mit Irina, der Shopleiterin, gesprochen, wie es war, damals einen Secondhand-Laden zu eröffnen. Die beiden reden auch über die Entwicklung von Secondhand-Shops. Und es gibt eine Special-Challenge. Schaut selbst! Im Vinti's mit der Irina und Irina, magst du dich vielleicht selber einfach kurz noch mal vorstellen? Na klar, gerne. Ich bin die Irina Seidner und bin hier die Shopleitung schon fast seit 13 Jahren. Seit 2011 sind wir hier in Gostenhof und ich mache das nach wie vor mit Herzblut. Und würdest du sagen, das Interesse an Secondhand hat sich in den letzten Jahren dann verändert, wo du das gemacht hast? Also das Interesse ist auf jeden Fall gewachsen. Also insgesamt das Interesse zur Nachhaltigkeit und dadurch auch bedingt für die Secondhand-Mode. Aber tatsächlich muss ich auch zugeben, dass wir seit 2011 von im Prinzip fast vom ersten Tag auch super gut angenommen wurden und tatsächlich auch eine ganz breite Zielgruppe auch bedienen. Also ganz viele Menschen haben den Weg fast vom ersten Tag zu uns gefunden. Ihr habt ja hier richtig viele Klamotten auch. Ja. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr das so? Welche Kleidung da in den Laden kommt? Also das Hauptkriterium ist tatsächlich der Zustand der Kleidung. Da einfach, dass es von der Qualität gut erhalten ist. Und wir sortieren jetzt nicht aus, dass wir sagen, wir schließen Jahrzehnte aus oder sagen, okay, was jetzt nicht mehr in ist, das darf auch bei uns nicht landen. Im Gegenteil, wir freuen uns wirklich über die ganze Bandbreite und da ist der Zustand das Wichtigste. Was passiert da mit den Sachen, die nicht angenommen werden? Also wir versuchen tatsächlich, die Spenderinnen und Spender einfach darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, im Vorfeld seine Hausaufgabe zu machen und zu Hause einfach schon mal vorzusortieren, dass es wirklich auch nur gute Sachen den Weg zu uns finden, die wir dann im Prinzip eins zu eins auch direkt hier auf den Kleiderbügel hängen können, um das dann in den Verkauf zu bringen. Und dann sind manchmal bei den Kleiderspenden Sachen dabei, die sich nicht ganz so optimal für den Verkauf eignen, weil sie vielleicht schon bisschen zu verwaschen sind, aber insgesamt trotzdem noch gut erhalten. Dann haben wir auch Kooperationen mit unseren Projektpartnern, wo wir das dann auch noch mal als Hilfsgut weitergeben. Und was auch eine ganz schöne Geschichte ist, also ein Paar, die, sagen wir mal, irgendwie so ein ganz besonderer Kaschmirpulli, der super erhalten ist, aber eben dann doch ein kleines Löchlein hat, wie das dann oft bei Wolle ist. Da haben wir auch eine Upcycling-Künstlerin, die sich dann ganz besonderen Teilchen nochmal widmet und eine individuelle Form daraus kreiert und dann nochmal Leben da einhaucht. So, liebe Michelle, also mir wurde ja eine Challenge gestellt, ein Outfit für dich zu kreieren aus unserem Sortiment. Ja. Ich hoffe, also auf jeden Fall Challenge accepted und ich hoffe, dass wir da was Passendes für dich gefunden haben. Stimmt. Ich habe einfach mal nachgeschaut und mir überlegt, was könnte gerade für dich zu den hellen Haaren, zu den hellen Augen, zu dem hellen Teint, was könnte da ganz gut passen. Und ich finde ja, diese ganzen Fliederfarben kann ich mir super vorstellen, dass die einfach dich zum Scheinen bringt. So, und ich bin gerade so ein Fan von Polundern. Ich finde, die kann man echt super kombinieren und eigentlich das ganze Jahr über auch nochmal. Also ich könnte es mir auf jeden Fall auch farblich in der Kombination bei dir vorstellen. Und Cargohosen sind ja sowieso gerade auch super in. Das ist eine Vintage-Hose, also tatsächlich aus dem Millennium, aus den 2000ern. Und wir versuchen mal, ob es jetzt passt. Sieht mega aus. Ja. Ich doch gleich mal an. Das war's von Vinti's. Schaut mal vorbei in Gossenhof und entdeckt die coolsten Secondhand-Schätze.